Prinzipiell ist die Satzstellung im Englischen immer sehr ähnlich. Egal, ob ihr eine bejahte oder verneinte Aussage trefft, einen Nebensatz an den Hauptsatz anschließt oder eine Frage stellt. Als erstes solltet ihr immer folgendes Schema im Kopf haben. Subjekt, Prädikat, Objekt. Kurz zur Wiederholung. Das Subjekt entspricht einem Substantiv, wie zum Beispiel die Frau oder ich. Und man kann mit wer oder was danach fragen. Das Prädikat entspricht dem Verb und das Objekt entspricht ebenfalls einem Substantiv oder einem Personalpronomen. Aber man muss immer wieder mit wem oder was, also indirektes Objekt, oder wen oder was, also direktes Objekt, danach fragen. Okay, soweit so gut. Gucken wir uns als nächstes verneinte bzw. negative Sätze an. Der Satzbau von verneinten Sätzen ist im Prinzip der gleiche wie bei den bejahten Sätzen, außer dass natürlich ein not hinzukommt. Also, Subjekt, Prädikat, indirektes Objekt, direktes Objekt, adverbiale Bestimmung. Unser typisches Schema lernt das auswendig und wendet es an. Nochmal wieder ein Beispielsatz. I will not buy you a present tomorrow. Eine Sache müsst ihr jedoch bei der Verneinung noch beachten. Meist müsst ihr noch ein Hilfsverb bei der Verneinung nutzen, damit der Satz grammatikalisch richtig ist. Und das sieht dann so aus. Aus we watch TV wird we do not watch TV. Do ist hier also das Hilfsverb.